Muss nicht unbedingt sein. Ja. Und Heimo, sind das jetzt gute Wurzeln oder schlechte Wurzeln? Und schlechte Wurzeln sind, dass sie verfault. Ja. Die sind noch alles entsorgt. Die versorgen die Pflanzen. Da habe ich mir noch wenig. Da werden wir uns helfen müssen. Mit einer Drainage-Schicht. Was verwenden wir alles als Drainageschicht? Tonscherben, Bimsstein, was ist noch in der Erde? Ist ein bisschen Ceramis. Und die Erde besteht ja zum Großteil aus kompostierten Buchenblättern. Buchenblättern, Pferdemist oder Elefantenmist, der schon gut abgelagert ist, 5 Jahre. Ja. Und dann haben wir Torf drinnen, damit man pH-Wert senken können. Mhm. Vulkangestein ist drinnen. Pauliberg, statt von Büssing. Mhm. Und was für Geheimnisse haben wir noch? Die plaudern wir jetzt nicht aus. Verstehe. Dann gebe ich noch einen Bodenaktivator in die Erde dazu. Ceramis probieren wir jetzt einmal aus. Das sollte angeblich den Phosphor ein bisschen binden, den überschüssig. Den überschüssigen Phosphor, verstehe? Phosphor, was der in der Erde ist, der baut sich sehr, sehr schwer ab. Wird regelmäßig gedüngt? Ja. Mit organischem Dünger? Mit organischem Dünger. Und manchmal dann ein bisschen trickseln. Da müssen wir mit einem mineralischen Eimer zugeben, wenn wir nicht Zeit gehabt haben. Mhm. Passt, ne? Ja.
Hat der jetzt den gleichen Durchmesser oder ist der größer? Der muss eine Spur größer sein. Eine Spur größer? Eine Spur größer. Jetzt viel brauchen wir nicht. Viel Drainage-Schicht, das machen wir nur. Ich habe es, damit ich weiß, wie viel Drainage-Schicht unten ist. Geflammter Topf. Hier fehlt einiges an Erde und an Wurzeln. Das wird mit Drainage genau hinten, ja, ausgebessert. Geben wir jetzt wieder hin drauf. Das braucht er nicht. Der ist 180. Ich weiß, wenn wir mal 180 sind. Ja, das kann nicht so leicht sein. Dann ist der Lorenz auch schon. Der ist die Jugend auf dem Weg. Was heißt, ja? So haben wir schon wieder jeden einen Ring. Ja, stark schön. Unser Erddepot. Hier haben wir Buchenlaub mit Mist mit Erde vermengt. Wird jedes Jahr frisch angelegt. Nach 4 Jahren ist das bereits eine Erde, die verwendet werden kann als Bestandteile für die Zitruserde. Dunkle Ader zeigt an, dass die Stickstoffversorgung in Ordnung ist. Das helle, die Aufhellungen sind Eisenmangel. Erkennbar macht sich dieser Eisenmangel an zu gelben Blättern. Das ist noch ein altes Blatt, das wahrscheinlich an Eisenmangel gelitten hat. Und hier sieht man frischere neue Blätter, die schon deutlich saftig grüner sind. Man erkennt an der Farbe des Gießwassers, das mit Eisen gegossen wird, blutrot. Zitrus, Orangenbaum, Zitronenbaum. Citrus aurantium, echter süßer Orangenbaum aus Asien, Nordafrika, Südeuropa.
Citrus dulcis, Aurantium varietät Bigaradia, Citrus varietät nobile, Mandarine. Das ist nicht der Herumgehe, kann nicht sein. Ja, doch, mit Dummes. Hätte ich zehn. Er ist dünner, das war's. Mhm. Jetzt beim Spaltpfropfen. Mache ich quasi einen Spalt. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht tief hochkommt. Dann kommt man halt ein bisschen zügig.
muss ich jetzt keilförmig anschneiden. Mhm. Die schönere ist. Oben ist auf der dritten Seite. Eben siehst du, auf der einen Seite schließe ich an und auf der anderen Seite sind 2 mm jetzt Platz ungefähr. Mhm. Dann tun wir mal zweimal festbinden, dann holt es vor allein nicht. Mhm. Und dann geht man auf, immer schön gespannt schauen, dass das richtig fest ist. Dann hält man quasi mit dem Daumen so und dann fährt man da durch, mhm, und das Ganze noch einmal. Mhm. Und verschmieren wir diese ganze Stelle da. Braucht man grundsätzlich nicht unbedingt sparsam sein. Mhm. Einfach schauen, wenn diese Wunde, die auf der neben kein Dreck rein, oder das ist eigentlich mehr kein Wasser rein und keine Feuchtigkeit. Mhm. Thank you.